Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infoquassel-Video. Wir sind bei Teil 3 angelangt. Und es ist mehr oder weniger quasi das erste. Es ist eigentlich nicht das erste Video, was ich jetzt 2020 raushaue, weil, was ich mich jetzt erinnere, waren die letzten zwei Videos schon von Fallout, also von dem, schauen wir mal, Fallout New Vegas Projekt. Oder die letzten Teile halt eben, die, was ich rausgehört habe, 18 und 19, glaube ich, waren das. Die waren jetzt quasi die ersten Videos im neuen Jahr, also im Jahr 2020. Aber wurscht, es ist das erste Infoquassel-Video in dem neuen Jahr. Ich hoffe einfach mal, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch und also halt eben einen guten Start ins neue Jahr. Jo, meins war jetzt noch nicht so besonders, also mein Silvester gefeiert oder was habe ich nicht bei mir. Ich habe müssen arbeiten, jetzt nicht in der Silvesternacht selber, aber halt eben am 1. Jänner habe ich um 3 Uhr irgendwas aufstehen dürfen, damit ich um 4 Uhr irgendwas meinen Dienst antreten durfte. Geile, also wirklich geile Arbeitsmoral. Wenn man da die Arbeitsmoral bei mir in der Hockenhead suchen wollen, da hätte man höchstwahrscheinlich irgendwelche Ölbohrer engagieren müssen oder was, dass man irgendwo eine Arbeitsmoral findet. Also alle super übermüdet, gestresst jetzt nicht unbedingt, aber angefressen und so. Mörderstimmung in der Arbeit am 1. Jänner. Aber wurscht, mir geht es ja überhaupt, was Silvester anbelangt oder so irgendwas, mir geht es da überhaupt nicht ums Feiern, um Raketen oder Ballerei oder irgendwie so ein Scheiß oder halt eben jetzt das Saufen zur Bewusstlosigkeit. Hier und da mal so ein Spieleabend oder was mit Freunden ist okay oder Freunden, Familie, also Freunde, Familie oder irgendwie sowas, aber mir geht es einfach immer nur zu Silvester eigentlich darum, dass ich nicht arbeiten muss. Jetzt hat sich's nicht anders ergeben oder was, jetzt habe ich müssen arbeiten, aber zumindest bin ich jetzt nicht unbedingt in der Silvesternacht gefahren, also das ist eigentlich mein Hauptding. Ich glaube, voriges Jahr habe ich es überhaupt so gemacht gehabt, von wegen, da war ich alleine daheim mit die Katzis und habe halt eben geschaut, dass überall alles zu ist und zur Not, falls es sein sollte, weil wir relativ gut isolierte Fenster haben, also dass ich da bin halt eben im Fall der Fälle, dass ich es irgendwie beruhigen kann oder was jetzt auch jetzt nicht, ich habe jetzt keine mega Skills diesbezüglich, aber trotzdem halt eben, dass einfach wer da ist. Und die Mara war, ich glaube, das war voriges Jahr halt eben, und die Mara war bei Freunden halt eben Silvester feiern oder was okay ist, also ist jetzt nicht tragisch, dass man nicht gemeinsam feiern oder was, nur wenn sie mehr Lust hat und ich weniger halt eben, dann wähle ich meistens diese Variante. Und auch dieses Jahr von wegen sie hat mit ein paar Freunden gefeiert und so irgendwas, was eh total okay ist, und ich habe halt eben arbeiten müssen. Das heißt, ich habe es gerade noch irgendwie zusammengebracht, dass ich vor Silvester einschlafen konnte, trotz der Ballerei draußen und sowas. Aber ja, also so viel zu meinem Silvester. Ist jetzt keine tragische, traurige Geschichte oder was. Es hat sich nicht ergeben, dass ich frei bekommen habe. Er hat sich einfach dieses Jahr nicht ergeben. Warum, weswegen, weshalb, gehört jetzt nicht daher oder was. Über die Hocken will ich sowieso nicht wirklich quatschen. Gut, aber halt eben Infoquassel-Video. Worum geht's? Was will ich kurz besprechen? Es sollte jetzt kein zu langes Video werden, irgendwie ausufernd oder was. Aber trotzdem gibt's ein paar Sachen, die ich erwähnen wollte. Nummer 1, also jetzt überhaupt 2020, was wird kommen oder sonst irgendwas, da kann ich nicht hundertprozentig drauf eingehen, weil ich selber noch nicht weiß, was bei meinem Kanal alles machbar wird. Also es wird weiterhin, schauen wir mal, Projekte geben, es wird normale, also lange Projekte geben, es wird Quickies geben, wieder eh klar. Ich darf berichten, dass ich endlich fertig bin mit der Review. Ich habe jetzt Deutsch und Englisch fertig gemacht. Da bin ich super mega stolz drauf. Ich hätte es eigentlich jetzt schon gestern, glaube ich, hätte ich es eigentlich schon freischalten können. Wollte ich aber nicht. Ich werde das Ganze morgen machen. Also ich nehme heute auf und werde auch heute dieses Video hochladen, hoffentlich. Und werde dann morgen das Ganze freischalten. Dann sind endlich wieder mal zwei neue, also eine neue Review draußen in zwei verschiedenen Sprachen, was ich sehr cool finde. Dann habe ich das endlich einmal weg und jetzt werde ich mal eine Woche diesbezüglich mal komplette Pause gönnen.
vielleicht mache ich ein Brainstorming mit mir selber, wo ich mir dann halt eben langsam sicher dann wieder überlege, was als nächstes kommen wird. Review-technisch, ich weiß schon, ihr würdet das am liebsten sehen, höchstwahrscheinlich, dass ich wieder mal ein Systeme-Review mache. Kann auch passieren. Ich muss mir das wirklich erstmal überlegen, wie, was, wann. Es gibt ein paar Projekte, ein paar Spiele und sonstiges, die habe ich vor Ewigkeiten mal angefangen, aber nie fertig geschrieben, oder ich habe sogar eins fertig geschrieben, aber das ist jetzt da auch schon wieder 2 Jahre her oder was, dass ich das geschrieben habe. Das heißt, da könnte sein, wenn ich das dann durchgehe, dass man dann hier und da was auffällt, das taugt man nicht so, wie ich es gesagt habe oder so, und muss dann halt eben teilweise Ausbesserungsarbeiten machen. Aber ich möchte auch nicht zu stark darauf eingehen, weil ich werde euch jetzt dann nicht irgendwie teasen oder was von wegen, hey, das Spiel könnte sein und das kommt dann nicht, oder dieses System könnte sein und kommt dann nicht. Deswegen, da will ich mich ehrlich gesagt noch im Dunkeln aufhalten diesbezüglich. Lustige Sache auch noch nebenbei, typisch, war nämlich, wie ich die deutsche Version von dieser Review, was jetzt da halt eben kommt, die hatte ich schon fertig und habe an der englischen gearbeitet, und kurz bevor ich fertig geworden bin, das war quasi das letzte, also bei die letzten Stunden, wo ich daran gearbeitet habe, bin ich drauf gekommen, oder hat mein Bildschirm komische Geräusche gemacht, wenn du einen Abdreht hast. Da hat er immer, du hast einen Abdreht und auf einmal bzzzt, hat er irgendwie so Zischgeräusch gemacht. Ich denke, was ist das? Was, die drehen wieder auf, drehen wieder ab, auf einmal. Das ist toll, das gefällt mir. Und einen Tag später, dann habe ich eh schon mit dem Gedankenspiel von wegen, okay, vielleicht muss ich mir einen neuen Monitor kaufen, weil mein Monitor, ich weiß jetzt dann nicht mehr auswendig, aber der hat auch schon locker 6 Jahre am Buckel oder was. Und am nächsten Tag habe ich halt eben wieder weitergearbeitet an der Review und denke mir, okay, gut, ja, jetzt schaust wieder halt eben so probetechnisch, schaust du das Video an, schau mal das Video an, auf einmal geht's und der Bildschirm ist schwarz. Und ich denke mir, Alter, müssen wir verarschen jetzt, wo ich so gut wie fertig bin. Ja, hab dann halt eben herumgetan und so und bin dann draufgekommen, was das Problem eigentlich ist von dem Monitor. Also er funktioniert noch, er wird wahrscheinlich noch länger halten, weil das Problem ist einfach das, die Konstruktion von dem Ding ist ein bisschen komisch gemacht. Hinten, wo es die Kabeln anschließt, halt eben, wo es das, du kannst VGA, DVI, HDMI hat er nicht, aber DVI hat er halt eben den Anschluss, und das Stromkabel. Und das Stromkabel ist extra so eins, was um die Ecke geht. Also mit so einem, der Connector oder der Anschluss ist so einer, der um die Ecke geht. Und nicht ein starres Kabel halt eben. Und das ist seit Ewigkeiten, es steckt halt eben drinnen, aber da ist ein bisschen Stress drauf, oder halt eben, es wird ein bisschen nach unten gedrückt, so auf die Art, wie der Monitor dort steht und halt eben vom Kabelkanal bei meinem Tisch und hin und her. Und dadurch halt eben dürfte dieser Netzstecker am Adapter quasi vom Netzteil vom Bildschirm halt eben so leicht immer zur Seite drücken. Und das ist halt eben das Problem, dass es quasi der Netzstecker oder der Netzanschluss vom Bildschirm halt eben ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wenn kein Stress oder kein Druck auf dem Kabel drauf ist, funktioniert er eh einwandfrei. Aber wurscht, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft, nichts über drüber oder was, da war ich dann auch super happy, wie ich heimgekommen bin mit dem Teil. Auch da wieder, ich habe mich kurz informiert, was gibt's da und bla bla bla, nur ich bin einfach so ein Mensch, ich habe jetzt nicht an Götscheißer Esel daheim stehe oder was, ich kaufe mir jetzt nicht das Beste der Besten, ich kaufe mir auch nicht unbedingt das Billigste des, was also das Billigste der billigsten Sachen, das auch nicht, ich schaue immer so einen Kompromiss, aber ja, habe dann halt eben mal einen rausgesucht gehabt, den hätte es angeblich bei diesem Geschäft, was ich jetzt nicht nennen werde, hätte es den auch angeblich gegeben. Dann fährst du in das Geschäft hin, du gehst zur Monitorabteilung und auf einmal nicht einmal mehr ausgestellt ist er dort. Du hast noch das Preisschild dort stehen und was der Ding angeblich kann, aber selbst das Ausstellungsstück ist weg. Typisch wieder meine Situation, kennen vielleicht andere auch, ich glaube nicht, dass ich die einzige Person bin, der sowas dauernd passiert, ich glaube, da sind andere Stigmata-Personen da draußen, genauso wie ich, aber wurscht, ich habe mir dann noch einen anderen genommen, lustigerweise keinen, der eingeschalten gewesen ist, also ich habe mir einfach einen genommen jetzt nach Preis-Leistung und bla bla bla, habe aber nicht gesehen, was der kann, also von der Optik her. Haben wir den gekauft, komm heim, schließ ihn an, super Leihwand, schalt ihn ein, hey, er funktioniert, aber natürlich irgendwie die Einstellung hat mir nicht gefallen. Jetzt fangst du an, halt eben die Einstellung zu machen mit Helligkeit, Kontrast, und egal was ich gemacht habe, ich konnte dieses Ding nicht schön einstellen. Das hat immer ausgeschaut, als wenn so ein Grauschleier drauf ist, das heißt, schwarz war nicht schwarz, das war so immer wie
bisschen neblig, so dunkelgrau. Und ja, ich war eh da wieder kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil ich mir gedacht habe, eh wieder typisch, ja, ich bin selber schuld, ich habe mir nicht angeschaut, wie gut der ist, also von wegen das Bild habe ich mir nicht angeschaut, ich habe keine Online-Recherchen oder irgendwas gemacht, weil eben der eine, den ich mir rausgepickt habe, den hat es nicht gegeben und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie zum Diskutieren anfangen, irgendwas bestellen, nein, ich fahre ins Geschäft, ich möchte eine Ware haben, die ich brauche. Und na hin und her, lange Rede, kurzer Sinn, habe mich dann ein bisschen damit abgefunden gehabt. Ein paar Stunden später habe ich mich dann noch einmal hingesetzt gehabt am Computer und auf einmal, ich weiß nicht, ob, ich habe auch mit der Mara geredet, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas selbstständig geändert hat oder halt eben, ob sich zufällig meine Augen an den neuen Bildschirm geändert, dran gewöhnt haben oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf einmal fand ich das Bild relativ okay. Und da bin ich dann drauf gekommen von wegen, hey, die Einstellungen, was ich in meiner Review vorgenommen habe mit dem Kamerabild, weil ich genauso wie dieses Video hier halt eben, habe ich bei der letzten Review die ganzen Aufnahmen vor der Kamera, habe ich gemacht mit der neuen Panasonic-Kamera, also neu, mit der gebrauchten Panasonic-Kamera, die ich mir zugelegt habe und bin drauf gekommen, dass da der Kontrast, die Farben, die angezeigt werden, einfach auf dem Bildschirm, das schaut Arsch aus, aber wirklich Arsch. Das hat so einen Umpa-Lumpa-Effekt, dass ich urorange bin. Jetzt habe ich nochmal, bin ich dann hergegangen, habe dann nochmal alles Bild bearbeiten dürfen und so irgendwas, habe dann noch einmal die deutsche Version rausrennen müssen, dann die englische Version. Na super, live und alles passt. Ein, zwei Tage später habe ich, da kann ich kurz einen Spoiler reinhauen, von wegen, es kommen Folgen mit meinem Bruder. Also schauen wir mal, Quickie-Folgen habe ich ein paar aufgenommen mit meinem Bruder. Und da ist mir auch auf einmal wieder aufgefallen von wegen, hey, was ist jetzt los? Ich habe schon wieder den depperten Grauschleier. Und denke ich mir, das gibt's ja nicht. Meine Augen können sich nicht einmal an den Bildschirm gewöhnen und einmal nicht. Das kann ja nicht sein. Ne? Naja, hin und her habe ich mit ihm haben mir nichts anmerken lassen. Also falls du schaust, gell, und dir wäre es aufgefallen, das richte ich jetzt an meinen Bruder, ich habe es nicht erwähnt oder was. Ja, auf jeden Fall denke ich mal, das gibt's nicht und bin dann extra ins Internet reingegangen, habe diesen neuen Bildschirm gegoogelt und wollte mal wissen, was die Leute davon halten, ob das von Haus aus eine schlechte Kritik hat oder so. Habe dann gemerkt auf verschiedenen Seiten, na, der ist eigentlich relativ hoch im Kurs, was Bewertungen angeht. Aber hier und da habe ich schlechte Bewertungen gefunden, wo die Leute genau den gleichen Fehler gehabt haben von wegen, ja, das, der Schwarzwert ist eine Katastrophe und das ist ein Scheiß und boah, bla bla bla. Und ich habe mir noch gedacht gehabt, gibt es da nicht irgendwas, was man vielleicht auf dem Computer oder auf der Grafikkarte umstellen kann? Ich kenne mich leider nicht so gut aus mit Grafikkarten oder sonst irgendwas, ich bin da einfach nicht in diesem Thema drinnen. Und habe dann aber rausgefunden gehabt, ich habe mir noch irgendein komisches Programm runtergeladen, wo man halt eben den Monitor über den Computer steuert und dass ich da vielleicht eine gescheitere Einstellmöglichkeit finde, weil wirklich die Einstellmöglichkeiten am Fernseher heutzutage mit diesen Knopfmenüs, das ist urumständlich und nervig, aber ist ja wurscht. Habe dann noch ein eigenes Programm runtergeladen, wo ich halt eben den Monitor mit meinem Computer steuern kann, hat auch nichts gebracht. Im Endeffekt nach einiger Suche bin ich dann drauf gekommen, dass man, also für den Fall der Fälle, dass da irgendjemand da draußen das gleiche Problem mal hätte oder gehabt hat oder in Zukunft hat, wenn sie einen neuen Monitor kauft, also ich habe das jetzt so lösen können, wenn ich unter die Systemsteuerung reingehe, habe ich Zugriff auf meine Grafikkarte. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte drin und da ist die Nvidia-Systemsteuerung drin. Und wenn du auf die drauf gehst, kannst du halt eben dann die Auflösung kannst einstellen, die Hertz kannst einstellen, du kannst die Bits kannst einstellen, noch irgendwas anderes und halt eben das Farb. Jetzt weiß ich es wieder nicht, ich habe es vorher gegoogelt gehabt, also ich habe mir es vorher angeschaut gehabt am Vormittag, aber ich mache das jetzt wieder am Abend, das Video. Irgendwie das Farbspektrum oder irgendwie sowas kannst du von der Grafikkarte einstellen und das ist auf RGB gestellt und das soll man nämlich ändern. Da gibt es entweder RGB, du hast RGB, dann gibt es bei manchen Grafikkarten hast RGB Fullscreen oder irgendwie sowas, dann stellst du es auf das um. Nur bei mir muss ich es umstellen auf irgendein... Das kenne ich auch, das habe ich, ich glaube auf der PlayStation 2 war das, wenn ich meine Eye-Track-Videobrille aufsetze, dann muss ich da auch umstellen, dieses RGB auf dieses Y, T, C, B, keine Ahnung was,
mit einer Nummer dahinter. Und wie ich das umgestellt habe, war ein wunderschönes, geiles Bild. Schwarz ist schwarz, das ist nicht mehr, dunkelgrau. Und jetzt bin ich total happy, dass ich das lösen konnte. Also auf jeden Fall der Fälle halt eben in der Grafikkarteneinstellung unter den Systemsteuerungen kann man das machen. Wisst ihr es wahrscheinlich alle viel besser als ich, weil ihr viel mehr Ahnung habt von der Materie als ich. Aber man kann eben nicht alles wissen. Dafür liebe ich das Internet mit all seinen Tutorials und Foren und sonst irgendwas, wo man alles theoretisch finden kann, wenn man weiß, wo man suchen muss. Gut, das ist natürlich jetzt eine mega Story gewesen, die ins Nichts quasi führt. Also ich habe jetzt mal müssen notgedrungen mehr oder weniger einen neuen Monitor zulegen und der hat mir aber im Endeffekt vielleicht sogar geholfen, eben damit diese Review jetzt besser ausschaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass bei meinem alten Monitor jetzt irgendwas falsch eingestellt ist, aber trotzdem, dadurch habe ich dann auf einmal gesehen, dass das Kamerabild nicht so toll ausschaut und dieser Orange-Effekt hat eben wer drauf gewesen, so habe ich es jetzt noch nicht. Also so viel dazu. Gut, was gibt es jetzt sonst noch zum Berichten? Und ich bilde mir ein, irgendwas war da noch, aber ist ja wurscht. Was fällt mir sonst noch ein? 2020, worauf ich mich auf jeden Fall freuen werde und was auf jeden Fall kommen wird, ist, weil nämlich gespoilert worden ist vor einiger Zeit und jetzt ist halt eben, ich weiß eh schon seit mehreren Wochen, aber halt eben, wir kriegen das Remake von Resident Evil 3. Da schare ich schon in den Startlöchern und die Mara natürlich auch. Das soll ja am 3. April rauskommen für die PS4, für Xbox One höchstwahrscheinlich eh auch und für PC. Und also das werde ich mir höchstwahrscheinlich vorbestellen und das wird definitiv kommen. Und dieses Mal vergesse ich es nicht, weil das habe ich nämlich, dabei sind wir heute im Arsch, dass ich es damals vergessen habe. Wo ich nämlich geglaubt habe, ich habe das Ganze mit den 50 FPS aufgenommen, oder sogar 60 FPS halt eben übers Elgato, aber habe halt eben die falschen Einstellungen gehabt beim Remake von Resident Evil 2, das ich mit der Mara aufgenommen habe auf der PS4 halt eben. Da habe ich es nämlich auf 30 Frames gehabt und das, heutzutage weiß ich, wie ich das umstellen muss oder sonst irgendwas, dass ich jetzt die 50 oder 60 Frames habe halt eben. Das wird definitiv kommen, also ein schauen wir mal Projekt mit der Mara, dass wir Resident Evil 3 auf der PS4, dass wir das spielen werden. Andere Sachen, die ich noch erfahren habe, kürzlich, was kommen soll, worauf ich mich eigentlich auch freue, ist einmal Nummer 1 die Nachricht, dass ein zweiter Teil erscheinen wird von The Wolf Among Us. Es steht zwar noch nicht, also ich weiß noch nicht, wann das rauskommen soll, aber halt eben die Telltale Firma, soviel ich weiß, ist weiterverkauft worden an eine andere Firma oder zumindest die Lizenzen. Und die neuen Besitzer haben auf jeden Fall gesagt, dass sie ein neues The Wolf Among Us 2 machen wollen, was anknüpft oder was nach dem ersten Teil spielen soll. Aber da soll es ja irgendeine Disney-Serie geben, Fable oder was soll die heißen? Ich kenne es leider nicht. Das spielt trotzdem noch davor, vor dieser Serie. Also ja, so gut kenne ich mich auch mit dieser Spielreihe oder mit dieser Geschichtsreihe nicht aus, ich hätte es ehrlich gesagt. Wobei ich glaube, irgendjemand hat mir das einmal erzählt, dass das gibt, die Serie. Aber ich kenne nur das Spiel und ich und die Mara, wir lieben es und wir sind, da schauen wir auch schon in den Startlöchern, nur wir wissen noch nicht, wann es rauskommt halt eben. Wolf Among Us 2, wenn das Ding rauskommen soll, definitiv kommt da auch ein, schauen wir mal, Projekt diesbezüglich. Und was ich auch gehört habe, das wollte ich auch unbedingt erwähnen, nur ich weiß noch nicht, was daraus wird, ist nämlich, dass ein Nachfolger davon kommt. Von Baldur's Gate Dark Alliance. Die Sache ist nur die, das Ding wird jetzt da auch wieder von, gehört wieder wem anderen und die wollen den Spirit wollen es fortführen und wollen eben ein neues Dark Alliance raushauen. Dieses Spiel sollte angeblich irgendwann im Herbst dieses Jahres kommen. Wo dann die Spekulationen schon hoch sind, weil man nicht weiß jetzt genau, ob das wirklich im Herbst kommt, ob es Ende des Jahres kommt oder was, dass das Teil vielleicht gar nicht mehr für die jetzigen Konsolen rauskommt, sondern dass das vielleicht ein Starttitel werden soll für die neue Generation, die Ende des Jahres ja angeblich erscheint. Also PS5, Xbox, weiß ich jetzt nicht, wie die heißt, die neue. Aber da bin ich auch schon sehr gespannt, aber trotzdem bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil nämlich das Blöde ist, die Dark Alliance, also Dark Alliance wird fortgeführt, aber erstens einmal die Dark Alliance, die man Dark, also was ich gerade herzeigt habe, die für die PS2, die waren von der Vogelperspektive oder so eine isometrische Ansicht à la Diablo, was ich geil gefunden habe. Das wird umgewandelt in ein Third-Person
in eine Third-Person-Perspektive, also diese Über-die-Schulter-Kamera. Weiß jetzt noch nicht, ob mir das so gut gefallen wird, aber ja, von mir aus, es bleibt zwar im gleichen Universum, aber dieses neue Spiel hat nichts mehr mit den alten zu tun. Das heißt, die Geschichte wird nicht fortgeführt, was ich sehr schade finde, weil ich wollte endlich mal so ein bisschen mehr Closure haben, weil eben beide Spiele hören mit einem Cliffhanger auf quasi. Zwischen 1 und 2 geht es zwar irgendwie weiter, aber ich bilde mir ein, da ist auch nie wirklich alles erzählt worden. Da ist einfach nur von wegen, du glaubst, du hast jetzt das Unheil, das Böse zerstört und kommst einfach nur zum nächsten Unheil. Das war zwischen 1 und 2 und der 2er hört überhaupt mit einem, das hat mich, also damals konnte es mich nicht daran erinnern, weil diese Filme noch nicht heraus waren, aber es war irgendwie so wie bei den Avengers halt eben, wo dann immer nach den Endcredits was runterkommt, da der Bösewicht dann kurz zu Wort kommt, der eigentlich nicht wirklich im Film vorkommen ist, so ein Oberbösewicht, wie halt eben der, jetzt fällt er mir gar nicht mehr ein, siehst du, weil ich die Filme schon längere Zeit nicht mehr geschaut habe, aber der Typ halt eben mit dem Handschuh und sowas, der dann geschnipst hat, der, ja, eh schon wissend, ja, ihr könnt es mir unten in die Kommentare hauen. Es ist jetzt so wurscht, aber halt eben in die Anfangs Iron Man und Avenger und so irgendwas, da war ja dann der Typ immer wieder, ist vorgekommen, bis man dann zum Schluss halt eben dann erfahren hat, das ist der Bösewicht und dann ist er halt eben auch gekommen in die Filme. Okay, das war mal das. Dann eben, ich freue mich auch jetzt schon, ehrlich gesagt, eine Grundfreude ist von mir da bezüglich der neuen Konsolengeneration. Ich kann mich nicht hundertprozentig jetzt als Sony-Fanboy sehen. Es ist nur das, dass ich meistens zu den Sony-Produkten hin tendiere, dass mir die besser taugen als jetzt die Microsoft-Produkte. Aber ich habe ja trotzdem, ich habe eine Xbox, ich habe eine Xbox 360. Den Rest habe ich ausgelassen, weil ja, die PS4 damals, also PS3 und PS3 war ja mit der Xbox 360, das heißt, da habe ich beide Generationen besessen. Nur jetzt in diese Generation, die wir noch haben, PS4 war das, was ich wollen habe, was ich gebraucht habe. Und die Xbox One hatte jetzt nichts unbedingt, was mir jetzt die Anschaffung versüßt hätte. Also ich bin von den Dinger her, von den Grundkonzepten oder halt eben, was die Dinger können, waren sie relativ gleich. Ich bin dann halt eben auch nicht wirklich also ich wollte es auch nicht haben, da mit der Kamera und so irgendwas, dieses Always Online, was dann eh wieder revidiert haben und sowas, aber das halt eben mit dem Kinect oder wie das Carsten hat, halt eben wollte ich sowieso nicht haben und deswegen war dann halt eben die PlayStation 4 war bei mir sehr hoch im Kurs und mein Hauptding überhaupt, wenn es dann darum geht, dass beide Systeme können das Gleiche, da geht es dann eigentlich nur um die Lizenzen, was für Spiele interessieren mich mehr, die Lizenzen, die halt eben Microsoft hat, die also die Spiele, die jetzt dann nur für diese Konsole rauskommen, halt eben diese Lizenzen, das interessiert mich und wir haben halt eben diese die Sachen, was für die PlayStation 4 rauskommt, das war immer das, was mich mehr interessiert hat, als das, was für die Xbox rausgekommen ist. Ne? Also um das ist eigentlich gegangen. Aber jetzt halt eben, ich bin quasi jetzt einmal offen, was da rauskommen soll, Ende des Jahres, höchstwahrscheinlich, mit dem wird ja gerechnet, was jetzt PS5 oder was die PS5 jetzt kann, was diese neue Xbox kann und halt eben was für Spiele jetzt nur für die Xbox rauskommen und nur für die PlayStation, mal schauen. Aber auch da halt eben kommt es darauf an, wenn gute Starttitel dabei sind, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch vielleicht dass ich es mal im Vorfeld bestelle. Mal schauen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich warte es noch einmal ab. Jetzt, wie gesagt, schare ich jetzt nicht in den Startlöchern, weil ich nicht weiß, was rauskommt. Und einfach nur ein neues System gleich Day One haben, nur dass ich es habe und nur dass ich jetzt vielleicht ein Unboxing-Video machen kann oder was, das interessiert mich nicht. Ich möchte, wenn dann, gleich ein geiles Spiel dabei haben. Dann könnte ich es mir vorstellen, aber selbst dann würde ich höchstwahrscheinlich jetzt nicht ein Day One Unboxing machen oder sowas, weil das machen alle zu dem Zeitpunkt. Aber ist wurscht. Also das, auf das freue ich mich jetzt schon mal, was da jetzt in den nächsten Monaten für News rauskommen und was uns da erwarten wird 2020, da bin ich wirklich schon sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was für Katastrophen jetzt 2020 kommen. Ich rede hier jetzt nicht von echten menschlichen tragischen Geschichten oder was oder Naturkatastrophen oder sonst irgendeinen Scheiß, den wir nicht brauchen
oder zumindest den keiner haben will, sondern was ich meine ist jetzt YouTube-mäßig, was da jetzt da wieder halt eben für Katastrophen auf uns warten, weil voriges Jahr haben wir ja Artikel 13 gehabt und halt eben das Copa, keine Ahnung wie das heißt, und zum Glück ist halt eben meistens so, dass halt eben die Anfangshysterie ist sehr groß, aber es ändert sich nicht so viel, zumindest bis jetzt da. Also bin dann mal gespannt, wie viele Jahre die meisten von uns oder halt eben ich zum Beispiel in meiner Situation mehr oder weniger Videos noch machen können für YouTube, bevor da eine große Veränderung stattfindet, halt eben, wo dann nur mehr die größten YouTuber YouTube machen können, quasi privat, weil alles andere wird dann halt eben von Konzernen übernommen oder von Firmen oder so irgendwas, oder man muss vielleicht extra was zahlen an YouTube irgendwann einmal, dass man Videos überhaupt machen darf und hochladen darf. Mal schauen, was einem einfällt. Ich finde es gut, dass halt eben da Berichterstattung vorhanden ist, halt eben echte, also was heißt echte, offizielle Berichterstattung von den Nachrichten, was halt eben gegenüber YouTube ja Katastrophen ist, und nur wenn irgendwas ganz groß ist, dann auf einmal sind wir in den Tagesnachrichten, wobei es eigentlich auch wurscht ist, weil bis auf hier und da mal eine Zeitung habe mit Tagesnachrichten nicht wirklich was am Bock, also am Hut. Und aber halt eben auf YouTube gibt es genug Berichterstatter, da kommt auch manchmal nur heiße Luft oder halt eben Falschmeldungen, aber trotzdem, sie sind vorhanden, manchmal sehr gut auch informiert und sowas, aber es ist halt eben doch schön, dass man irgendwo Informationen herbekommt, und ich finde es auch gut, dass dann dass die Leute auch probieren, was zu machen. Also das, was man wegen Artikel 13, dass die Leute sogar demonstrieren gegangen sind oder sowas, finde ich an sich gut, nur was bringt es? Meistens nichts, und das finde ich halt eben schade, weil das, da ist es von der Regierung, es ist, wenn es nicht wirklich alle betrifft, so Geschichten wie Pensionen oder was, ich will es jetzt nicht vergleichen und ich will es jetzt auch nicht irgendwie schönreden oder sonst irgendwas, aber da ich erwähne gar nicht jetzt ein aktuelles Beispiel, aber halt eben, wenn es darum geht, von wegen, ja, die Regierung will das Pensionsalter 5 Jahre erhöhen und die Pensionen werden halbiert oder sonst irgendwas, dann sind alle auf den Straßen, dann würde auch was passieren. Nur bei YouTube, auch wenn man noch so viele YouTuber sind und das gern haben, Dann findet die Regierung immer wieder Wege, von wegen, dass das uns doch an eine druckt und uns das Weiße aus den Augen nimmt. Ich kann das jetzt nur vergleichen, also was bei uns in Österreich halt eben ist, oder zumindest in Wien, mit Parkraumbewirtschaftung und sonst irgendwas. Da haben sie gesagt, das kommt, weil die Regierung, was da halt eben gewesen ist, hat gesagt, das wird kommen. Alle waren dagegen, alle anderen, die Opposition war dagegen, bla bla bla, die Leute waren an sich dagegen. Es wurden Unterschriftenaktionen gesammelt und halt eben eine Umfrage wurde gestartet, aber die Regierung hat dann gesagt, obwohl es keiner will und obwohl der Hauptteil dagegen ist, kommt es trotzdem, weil es geht nämlich darum, dass das irgendeine Erhöhung ist und das steht im Gesetz drinnen und wir sind die Guten, und weil das da drinnen steht, könnt ihr jetzt so viel Nein sagen, wie ihr wollt, ihr kriegt es, ob es wollt oder nicht. Und das sind halt eben so Sachen, das zipft mich als Mensch extrem an, dass man da nicht wirklich was machen kann. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum ich auf das Thema jetzt unbedingt gekommen bin, und ich will jetzt da auch jetzt nicht Piraterie oder was gegen die Regierung machen, die ändert sich ja eh immer wieder, und ja, wir müssen immer schauen und hoffen, dass halbwegs was gut geht, aber halt eben, ich finde es immer so depressiv lustig. Ich weiß auch nicht, weil wenn es wollen, können sie da jeden Scheiß auferlegen, und das hat dann sogar noch Hand und Fuß rechtlich, ne? Weil die Herrschaften aus der Politik, die sitzen ja quasi am Futterdruck und können sich alles so richten, wie es wollen. Teilweise eben haben wir auch unsere tollen Anwälte, nichts gegen alle Anwälte, das ist genauso wie jede andere Berufsgruppe auch, da gibt es Leibernde, da gibt es welche, die okay sind, und viele Arschwarzen. Aber ich weiß auch jetzt da nicht, warum ich das unbedingt erwähnt habe, aber ich habe kein gutes Verhältnis und bis jetzt noch keine guten Erfahrungen mit Anwälten gemacht. Aber auch da gibt es natürlich wie in jeder anderen Berufsgruppe auch, wurscht jetzt, also wie gesagt, bei den Berufsgruppen halt eben, jede Berufsgruppe gibt es gute und schlechte halt eben. Genauso wie bei der Polizei, bei der Rettung, bei der Feuerwehr, bei die für den öffentlichen Verkehr zuständig sind, wo ich arbeite zum Beispiel, oder halt eben beim Bäcker oder Fleischhauer oder sonst irgendwas, wenn es dem nicht zu Gesicht stehst und dann auch einen schlechten Tag hat, wirst du höchstwahrscheinlich
nicht gut behandelt oder sonst irgendwas. Aber ja, so viel dazu. Ich bin nur gespannt, halt eben, was man jetzt 2020 dafür Katastrophen bezüglich Internet oder YouTube wieder über uns ergehen lassen müssen. Da bin ich auch gespannt. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch erwähnen wollte, damit wir das Ganze nicht auf einer traurigen Note beenden, ist ein weiteres, schauen wir mal, Projekt, was rauskommen wird von meiner Seite. Da habe ich auch schon angefangen mit der Mara, sie war nämlich auch Feuer und Flamme dafür, und zwar dieses hier, Terminator Resistance. Ja, Terminator Resistance ist Ende 2019, also im Dezember ist es rausgekommen, war ein ja, es hat fast keiner gewusst, dass es rauskommt. Das ist auf einmal bupp, es ist auf einmal draußen gewesen. Und ich und die Mara haben das schon angefangen. Ich habe es extra bestellt vom Christkind bzw. von der Mara und habe es dann auch zu Weihnachten bekommen. Ich sage gleich vorweg, ich habe gewusst, wie gut dieses Spiel sein soll oder beziehungsweise auf was ich mich einstellen soll, weil nämlich an sich, es ist ein Ego-Shooter und es ist ein mittelmäßiger Ego-Shooter, aber es ist seit langer Zeit wieder mal ein sehr gutes Terminator-Spiel und darum ist es mir gegangen und ich wollte es unbedingt haben. Damals hat es noch den Echtpreis oder halt eben den Vollpreis gehabt von 60€. Leider, nach Weihnachten haben sie das Ganze runtergedroppt, auf 40€, zumindest auf Amazon, also die PS4-Variante. Kurzzeitig war es auf 28€, jetzt vor ein paar Tagen. Und jetzt habe ich gerade noch nachgeschaut gehabt, von wegen, jetzt ist es wieder auf 40 oben auf Amazon. Ich hau unten einen Link hin, von wegen, wen es interessiert oder was. Wie gesagt, die PS4-Variante kostet 40€. Ich glaube, die Xbox One-Variante kostet irgendwas 44€ und die PC-Variante ist auf 28€. Nur ich weiß nicht, was in den letzten Tagen passiert ist, dass das Spiel von 40€ auf 28€ und jetzt geht es wieder rauf auf 40€. Jetzt gerade ist halt eben diese Amazon Choice, es ist ein Amazon Choice-Produkt, aber da kostet es halt eben 40€. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht im PlayStation Store runterladen, weil dort kostet es immer 60€. Und ich finde es eine Frechheit, aber bitte, ja, es ist so. Die sind da halt eben nicht up to date oder nicht allzu schnell, keine Ahnung, weiß nicht. Gut, so viel dazu. Ich schaue mal kurz auf einen Spickzettel, den ich vor Ewigkeiten geschrieben habe. Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Ja, schauen wir mal, Quickies, das wollte ich auch noch kurz sagen. Es tut mir leid, dass in der letzten Woche erstens einmal, ich habe mich jetzt über eine Woche lang auf YouTube nicht gemeldet. Soll heißen, dass ich keine Kommentare zurückgeschrieben habe. Ich habe zwar hier und da bin ich kurz reingegangen und habe wieder eine von den Fallout-Schauen-wir-mal-Folgen aktiviert oder freigeschalten, dass ihr was zum Schauen habt, aber ich habe mich nicht gemeldet. Ich werde es jetzt höchstwahrscheinlich heute oder morgen noch machen, dass ich den paar Leuten, die mir geschrieben haben, irgendwelche Kommentare, dass ich da zurückschreibe. Es tut mir leid, ich habe keinen Kopf dafür gehabt. Es war jetzt hauptsächlich auch das, dass ich geschaut habe, dass ich jetzt in der letzten Zeit eben die Reviews fertig bekomme. Dann eben diese schon mal Quickie-Folgen, was ich mit meinem Bruder aufgenommen habe, das Terminator Resistance, was ich angefangen habe mit der Mara. Da müssen wir jetzt auch noch schauen, dass wir da noch ein paar Folgen weiter aufnehmen, bevor ich das Ganze halt eben rauf auf YouTube. Und was ich halt eben auch sagen wollte, ist das, dass jetzt auch wieder, dass ich anfangen kann, schauen wir mal, Quickie-Folgen wieder raus zum Hauen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was da als nächstes alles kommen wird. Ich werde jetzt nicht drei Folgen hintereinander, weil drei Folgen habe ich aufgenommen mit meinem Bruder, dass alle hintereinander kommen. Ich werde jetzt einmal dann irgendwann eine raushauen. Die muss ich erst einmal zusammenschneiden, das kommt auch noch dazu. Und dann werde ich vielleicht irgendwie da eine alleine aufnehmen oder was. Und über die Zeit hinweg werde ich dann immer eine nach der anderen raushauen. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, was review-technisch in nächster Zeit kommt, das habe ich eher am Anfang gesagt. Ich weiß es noch nicht, da muss ich noch schauen. Letzter Punkt, den ich da noch stehen habe, ist, kann ich auch noch kurz erwähnen, es kommt ja neues Half-Life, kommt raus, nicht Half-Life 3, sondern ein VR-Spiel, Half-Life Alyx, werde ich mal wahrscheinlich, zumindest zur Zeit, wenn es jetzt dann rauskommt, nicht anschauen oder was, das kann ich im Vorfeld schon mal sagen, weil was ich gelesen habe, kommt es nur mal für PC und PC-VR-Brillen und sie überlegen, dass das vielleicht irgendwann einmal für die PS4 kommt, aber selbst da glaube ich kaum, dass ich irgendwann einmal ein Schauen-wir-mal-Projekt zumindest nicht dieses Jahr oder was machen wird, wo ich VR-Spiele spiele. Ich weiß auch nicht, das habe ich mir noch nie überlegt und ich glaube auch nicht, dass das jemals kommen wird von meiner Seite. Gut, aber die letzte Sache, was ich noch erwähnen wollte, ist Roomtour. Ich weiß, ich habe es euch versprochen, beziehungsweise ihr habt ja gesagt, ihr wollt eine Roomtour haben. Jetzt habe ich euch an sich ja schon versprochen, dass ich eine machen werde und an sich habe ich ja auch gesagt, weil ich
meine Zeitrechnung war komplett falsch oder meine Einschätzung, dass das höchstwahrscheinlich noch bis Weihnachten oder vielleicht als Neujahrsvideo kommt. Hat sich voll, also ist voll daneben gegangen, ist, meine Zeitrechnung war voll off the screen. Sache ist nur die, ich werde dieses Jahr irgendwann, wenn es wieder wärmer wird, wir haben ja noch Winter und so, gibt es eine Kleinigkeit, die ich werde ein bisschen mehr also ich und die Mara, wir werden ein bisschen Wohnzimmer umdekorieren und da wird es höchstwahrscheinlich zumindest ein neues Möbelstück geben und dadurch wird dann umgeschlichtet, weil die Möbelstücke, was jetzt dort stehen, die werden entweder halt eben weiterverwendet irgendwo bei uns oder wenn nicht, dann werden wir noch halt eben fragen, ob irgendjemand was braucht, also so Regalgeschichten und so irgendwas und wenn nicht, dann werde ich das Ganze zusammenschneiden und auf die Müllkippe bringen oder was oder vielleicht sogar weiterkaufen, aber ich glaube eher, ich würde zusammenschneiden. Auf jeden Fall würde dann nämlich ein Hängeregal frei werden aus dem Wohnzimmer, was ich sehr gut in meinem Game Room haben brauchen könnte. Fangen wir es mal so an. Nur da ist dann auch das Blöde, dass das hat die falsche Farbe und ich müsste es halt eben umlackieren. Und das würde ich natürlich auch nicht jetzt da machen, wenn es arschkalt ist oder was, oder dass ich es bei mir daheim mache, sondern würde ich wieder warten, dass es ein bisschen wärmer wird. Und wenn ich das schon machen würde, könnte ich mir noch vorstellen, dass man noch vielleicht ein anderes kleines Möbelstück zusätzlich besorgt, das ich dann auch noch in dem Game Room mal dazu stelle. Dadurch, dass ich dann neue Möbelstücke kriegen würde, müsste ich noch umdekorieren oder umdesignen, quasi wie meine Sammlung aufgebaut ist. Und jetzt da quasi mein Antrag an euch oder meine Frage an euch wäre, oder mein Vorschlag an euch, ist nämlich das, dass wir das mit der Roomtour noch ein paar Monate verschieben. Ich kann euch leider nicht im Vorfeld sagen, wann das jetzt endlich dann stattfinden würde. Ich weiß, ich verspreche immer so viel und halt so wenig oder es kommt so spät erst raus. Es tut mir leid, aber ja, es ist nun mal so. Man muss Prioritäten setzen und ich weiß nicht, vielleicht setze ich es falsch oder keine Ahnung was. Aber halt eben, mein Vorschlag an euch wäre jetzt da, dass wir das Ganze verschieben auf ungefähr Mitte des Jahres mit der Roomtour, damit ich diese ein bis zwei Möbelstücke noch in meinen Room bekomme. Dann ist er quasi auf dem letzten Stand, Schrägstrich, wieder auf einem Level, wo ich jetzt sage, das war es jetzt. Mehr kommt jetzt nicht in meinem Raum, zumindest nicht mit Möbelstücken, weil es eh schon alles sehr zugestellt ist, aber ich kann so halt eben halbwegs gut meine Sammlung herzeigen. Oder halt eben, ihr sagt, na, ihr wollt es lieber jetzt demnächst haben, was dann auch heißen wird, so was in dem nächsten ein Maximum zwei Monate, dann wäre das höchstwahrscheinlich eins meiner nächsten Projekte, die ich starten würde, dass ich aber mal alles komplett reinige und sonst irgendwas. Nur das Problem ist halt, also Problem, die Sache ist halt eben das, ich zeige euch den Raum, wie er jetzt ausschaut oder wie die Sammlung jetzt ausschaut und nicht wie er dann up to date ist, also das ist quasi bevor ich alles wieder umschlicht und umräume. Was ich jetzt auch komisch finde, weil eben du zeigst dann, du machst eine Roomtour, so schaut mein Raum jetzt da aus, aber in zwei Monaten schaut er wieder anders aus. Deswegen fände ich es einfach gescheiter, dass ich das Ganze überhaupt auf Mitte des Jahres ungefähr verlegen würde, weil dann wird alles wieder halbwegs ein Gesicht haben. Aber ich möchte trotzdem euch um eure Meinung bitten. Und ich sage gleich von wegen, wurscht, was da rauskommt bei der ganzen Geschichte, es soll nur ein Denkanstoß für mich sein. Was ich dann mache, bleibt mir überlassen, weil es ist mein Kanal und sonst irgendwas und ich möchte mich jetzt nicht hundertprozentig immer nach euch richten, hört sich jetzt ein bisschen unfair oder grob an, aber es ist einfach so, weil man kann nicht unbedingt einen Kanal immer nach seinen Zuschauern gestalten, weil sonst, weiß nicht, da verliert man irgendwie sein Gesicht, wenn ich jetzt da anfange von wegen, hey, ja, was soll ich jetzt nächstes Review und sagt's mal, weil mir fällt nichts ein oder ich möchte euch nicht verlieren, dann schreibt ein, zwei Personen schreiben was rein oder was und der Rest denkt, weiß nicht, schreibt es nicht dazu oder denen ist es wurscht oder die sind dann gar nicht einverstanden mit dem, was diese zwei Leute oder was die Mehrheit geschrieben hat oder was. Das heißt, im Endeffekt bleibt es eh dem jeweiligen Content Creator oder halt eben demjenigen, der den Kanal gehört, bleibt es dem überlassen. Aber wie gesagt, ich würde gerne einen Input von euch haben. Und da hätte ich mal jetzt gedacht, entweder schreibt es halt eben ein ganzes Satzal rein oder einfach nur, dass ihr Roomtour, also RT, jetzt oder später, dass man reinhaut. Das soll einfach nur ein Denkanstoß für mich sein oder beziehungsweise so eine leichte Abtastung,
das hört sich falsch an. Also von wegen, dass ich einfach nur ein bisschen ein Gespür kriege, von wegen, ob sie wirklich lieber das sehen wollte, als wenn ich jetzt demnächst einen Roomtour mache, oder ob sie es auch gescheiter findet, dass wir das erst in ein paar Monaten machen. Ich weiß, dann dauert es noch länger, aber ich persönlich finde, es wäre gescheiter einfach, weil dann schaut es, dann sind wir einfach up to date, dann schaut es besser aus, meiner Meinung nach, und ich kann mir noch ein bisschen Gedanken machen. Plus, was auch ist, ich habe jetzt in den letzten Monaten wieder angefangen, so ein paar Kleinigkeiten für meine Sammlung zu kaufen, alte Geschichten halt eben, und je länger es dauert bis zur nächsten Roomtour, desto mehr Zeug habe ich noch in den nächsten Monaten. Zeit zum Anschaffen hört sich jetzt auch deppert an, aber halt eben, dann würde noch vielleicht das eine oder andere Teil in meine Sammlung mit aufgenommen. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt mehr oder weniger mal euch überlassen oder zumindest mal nachfragen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Sonst fällt mir jetzt da nichts mehr ein, was jetzt demnächst noch kommen sollte oder was. Ich bin auch gespannt. Es könnte sein, ich weiß jetzt noch nicht, weil wenn ich vor der Kamera sitze und so ein Quickie, also Quickie, so ein Infoquassel-Video, wo ich mal am Anfang gedacht habe, ich bin in 10 Minuten durch, ich weiß jetzt nicht, wie weit man, also wie lange das dauert, weil auf der Panasonic-Kamera habe ich ja nichts drauf stehen und ich sehe jetzt auch gerade nicht, was Audacity-mäßig was da aufgenommen ist, das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video ist. Für den Fall der Fälle, dass ich da irgendein Blödsinn geredet habe, weil ich habe da jetzt doch ein paar Sachen angeschnitten, die ich eigentlich gar nicht erzählen wollte oder auf die ich jetzt nicht eingehen wollte, könnte sein, dass ich irgendwo dazwischen was rausgeschnitten habe. Ihr habt nichts verpasst, falls ich was rausgeschnitten habe. Wenn alles drinnen ist, ist auch wurscht. Dann habe ich es mir angeschaut und habe mir gedacht, von wegen, nein, ist wurscht. Das war jetzt da keine so dramatische Geschichte oder kein Thema, was jetzt da eine falsche Wendung genommen hätte oder was. Aber ich glaube, damit hätten wir sie jetzt. Das ist überhaupt das, wenn ich solche Infoquassel-Videos mache. Ich habe zwar ein paar Stichwörter, aber ich weiß nicht, wohin mich diese Quasselreise führt. Deswegen kann es oft passieren, dass ich einen Blödsinn quatsch oder halt eben mich in eine Sackgasse reinquassel, aus der ich dann vielleicht nicht mehr rauskomme. Aber auf jeden Fall hoffe ich mal, dass dieses Jahr ein cooles Jahr wird mit so wenig Katastrophen, schlimmen Dingen, egal was, und ich wünsche mir das natürlich nicht nur für mich, ich wünsche mir das für jeden da draußen, sondern natürlich für euch, für Family und. Passiert genug Blödsinn in der Welt, das sollten wenigstens die eigenen vier Wände oder die eigene Family oder was verschont bleiben. Wünschen kann man sich's, ob es im Endeffekt dabei bleibt, werden wir alle sehen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video irgendwie gefallen hat, dass ich doch die eine oder andere Information oder wissenswerte Information für euch da rausgehaut habe, dass ich euch irgendwie unterhalten konnte. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und ich hoffe mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben gleich. Tschüss. Baba.